Große Schuhe finden Sie bei Schuh Plus, Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Herzlich willkommen zum Sport bei FAN Television am Montag. 3 Spiele, 9 Punkte. Die Deutschen stehen im Viertelfinale der Europameisterschaft. Und knapp 28 Millionen Menschen sahen den Erfolg unserer Mannschaft vor dem Fernseher. Ja, und zwischen Zittern und Jubeln war gestern Abend wirklich alles dabei. Am Anfang hatte man eher so das Gefühl, hier kann nichts schiefgehen. Und Lukas Podolski erzielte dann ja auch in seinem 100. Länderspiel die Führung. Völlig unerwartet der Ausgleich. Und in der zweiten Halbzeit wurde es auf einmal richtig spannend. Denn die Portugiesen, die führten ja zu dem Zeitpunkt gegen Holland. Und auf einmal fehlte den Dänen nur noch ein Tor. Dann wären die Deutschen ausgeschieden. Doch Lars Bender erlöste das Team mit seinem ersten Länderspieltor. Ja, und dann konnte gejubelt werden und das auch in Deutschland. Wie hier in Bremen gingen wieder tausende Fans auf die Straße und legten den Verkehr lahm. Ja, es wurde ausgelassen und vor allem auch mit viel Alkohol gefeiert. Es blieb aber wie auch in den vergangenen Tagen weitestgehend friedlich. Ja, Autokorsos wurden gebildet und die Feiern dauerten bis in die Morgenstunden. Ja, gut möglich, dass einige heute leicht übermüdet oder vielleicht sogar leicht verkatert zum Arbeitsplatz erschienen sind. Ja, man möge es ihnen verzeihen. Ja, und nun kommt es völlig überraschend zum Viertelfinalduell gegen Griechenland. Ja, bei den Griechen hatte man bisher immer eher so das Gefühl, sie haben 3-mal aufs Tor geschossen und ja, haben halt auch 3-mal getroffen. Keine andere Mannschaft spielt so defensiv. Doch, die Griechen sind im Viertelfinale und damit haben sie alles richtig gemacht. Die griechischen Zeitungen sagen Folgendes dazu. Zumindest sind wir im Fußball eine sichere Bank. Das war so ein bisschen auf die Anspielung, auf die schwierige wirtschaftliche Situation im Land. Ja, am Freitag um 20.45 Uhr ist es dann soweit. Anstoß in Danzig. Ja, und wenn wir mal ganz ehrlich sind, die Deutschen sind wirklich der absolute Favorit in diesem Spiel. Wir bleiben beim Fußball, gehen aber in die Bundesliga, denn Moritz Stoppelkamp, der wird Hannover 96 verlassen. Eigentlich hat er noch einen Vertrag bis 2013, dieser wurde aber nun aufgelöst. Ja, und Moritz Stoppelkamp, der war 2008 von Oberhausen zu Hannover gekommen und wird jetzt zu 1860 München gehen, also in die zweite Liga. Ja, er absolvierte insgesamt 44 Spiele und kam in der Euroleague 5-mal zum Einsatz. Wir machen weiter und zwar in 39 Tagen geht es los. Die Olympischen Spiele in London werden feierlich eröffnet. Doch was werden die deutschen Olympiateilnehmer in diesem Jahr eigentlich tragen? Athletinnen und Athleten präsentieren das offizielle Outfit für die Olympischen Spiele und die Paralympics 2012. Sie glänzen eigentlich nicht nur in schicken Klamotten auf dem Laufsteg. Deutschlands Top-Athletinnen und Athleten werfen sich in Schale und präsentieren das offizielle Outfit für die Olympischen Spiele und Paralympics. Es sind sehr viele knallige Farben dabei, also sehr fröhlich und ich denke mal absolut angemessen für den Sommer. Ich denke, damit geben wir als Deutsche ein schönes Bild ab. Cool, ich kann die Sachen tragen, weil ich bin wirklich dabei. Die Kollektion, modisch elegant, farbenfroh und sportlich praktisch zugleich. Hingucker, die jedem kritischen Blick standhalten. Für die 570 deutschen Sportler ist die Präsentation der neuen Kollektion ein echter Startschuss im Hinblick auf London 2012. Ja, ich werde immer aufgeregter und ich glaube, das ist für jeden was Besonderes, einfach mal die ganze Situation vor Ort mitzubekommen in London dann. Und ich glaube, das hat dann auch dazu beigetragen. Jetzt sind wir alle noch motivierter und probieren natürlich noch mehr Gas zu geben im Training. Und ich glaube, es lohnt sich. Manch einer geht gern schon mal auf Tuchfühlung. Getragen wird die Kollektion zum Beispiel bei der Eröffnungsfeier oder den Siegerehrungen. Vorfreude und olympische Gefühle kommen auf jeden Fall schon auf. Ja, das Kribbeln ist schon etwas länger da, aber es wird mit jedem Tag größer. Und natürlich an einem solchen Tag werden die Emotionen noch mal stärker angerührt. Man denkt auch an seine eigene aktiven Zeit zurück. Adlerflügel auf den Jacken sollen für ein Nationalgefühl stehen. Das Motto der Athleten, wir für Deutschland. So lebt gut 39 Tage vor London der Traum von Medaillen.
Ja, auch Sportler aus Niedersachsen wollen sich natürlich für Olympia qualifizieren. Am Wochenende gab es die Deutschen Meisterschaften und Eike Onnen und Sören Ludolf haben in ihren Disziplinen auch gewonnen. Eike Onnen siegte im Hochsprung mit 2,25 Meter. Doch der Titel ist nur ein kleiner Trost, denn die Olympianorm, die ist nicht bei 2,25, sondern bei 2,31. Die hat er also deutlich verpasst. Ein paar Möglichkeiten hat er zum Glück noch. Ja, bei Sören Ludolf ist die Situation etwas besser. Auch er holte den Titel und zwar über 800 Meter. Und die Olympianorm, die hat er schon einmal geschafft. Und in den kommenden Wettkämpfen muss er diese Norm nun noch einmal bestätigen. Doch wer es einmal schafft, der schafft es natürlich auch ein zweites Mal. Und die nächsten Möglichkeiten, die stehen schon an, nämlich bei den Europameisterschaften in Helsinki. Ja, nicht olympisch ist die folgende Sportart. Sportstacking wird sie genannt. Und im Prinzip ist die Sportart relativ schnell erklärt. Es wird versucht, Becher so schnell wie möglich auf- und dann auch wieder abzubauen. Am Wochenende gab es nun den 5. Niedersachsen-Cup in Achim. Ja, die jüngsten Teilnehmer sind 6 Jahre und jünger gewesen. Nach oben hin dann allerdings keine Grenzen gesetzt. Und neben den Einzeldisziplinen 3-3-3, 3-6-3 gibt es natürlich auch das Double. Und mit einem Partner werden die Becher auf- und wieder abgebaut. Aber man darf jeweils immer nur eine Hand benutzen. Ja, der Niedersächsische Turnerbund ist Ausrichter und hat in Zusammenarbeit mit dem heimischen TSV Achim alle aktiven Becherstapler aus unserem Bundesland eingeladen. Ja, die Veranstaltung war zudem noch ein Qualifikationsturnier für die Deutsche Meisterschaft 2013. Ja, und mehrere hundert aktive Sportstacker waren gekommen, um sich mit den Konkurrenten zu messen. Ja, in Deutschland gibt es mittlerweile knapp 30.000 Stacker. Und das, obwohl es die Sportart erst seit ein paar Jahren in Deutschland gibt. Ja, eine Trendsportart, die sich wohl auch in den kommenden Jahren noch weiter durchsetzen wird. Ja, wenn Sie Lust haben, dann schalten Sie am Mittwoch auch ein, denn dann bin ich beim Sportstacking und habe es auch selber mal ausprobiert. Ist wirklich gar nicht so einfach. Morgen beim Sport geht es um Tanzen und um Buchholz, denn was die in den letzten 7-8 Jahren aufgebaut haben, ist wirklich sensationell. Das sollten Sie sich auf gar keinen Fall entgehen lassen. Machen Sie es gut. Tschüss.